So Leute, wir haben ein Problem. Das Gefängnis hat Leck geschlagen. Erstmal schönen guten Abend. Willkommen zurück. Irgendwie, ja, fehlt die Decke jetzt. Wir sind vermutlich gar nicht mehr im Knast. Frage ist nur, was ich damit mache. Ah, jetzt. Okay, warte mal. Idee. Das ist nicht. So. Und. Ey, krass. Ey, bin ich ein Brain? Der Galgenhebel. Los geht's. Hier ist ja die ganze Zeit irgendwas rumgefleucht. Das wird sich jetzt mit Sicherheit zeigen und dann schieße ich ihm die Fresse weg. Oh nein. Mehr Rätselnis. I don't like Rätselnis. Was haben wir denn hier Schönes? Ich will keine Gnade. Meine Tat ist bekannt. Ihr wisst, es ist wahr. Ich legte den Brand. Die Nonnen, sie quiekten die Kinder daneben. Niemand von ihnen entkam mit dem Leben. Ich stahl eines anderen Brot, brach das siebte Gebot. Nein, ich bin kein Gottesmann. Mein Grund, der geht dich gar nichts an. Finde ich gut. So ein Songtext von Creedence Clearwater Revival sein. Recht habt ihr, ich nahm das Kind, floh mit ihr schnell wie der Wind. Sie schrie nicht und sie weinte nicht, denn ich war ihr Vater, ein vertrautes Gesicht. Die Sonne küsst den Horizont, ich zerschneid den Zaun gekonnt. Auf die Tür und schnell herein, deine Schätze sind nun mein. Mutter, liebste Mutter mein, deine Liebe war so rein. Warum, mein Sohn, sagst du nur, als mein Messer in dich fuhr. Oh, hier unten. Oh, was? Boah. Ernst? Ach, guck mal, ich muss ich hier vervollständigen? Oder wie ist das? Oh, miese Brise. Okay. Klick. Was haben wir hier noch? Ich warte lange, ich ließ mir Zeit, mein Herz voll Zorn und Bitterkeit. Der Mann erschien, er sah mich nicht, er bekam, was er verdiente. Der elende Wicht. Du brachst meine Beine, um mich zu schwächen. Du zogst mir die Zähne, so konnte ich nicht sprechen. Um mich zu betäuben, gabst du mir Pillen. Nun muss ich dich töten, um meinetwillen. Oh, wenn du es dennoch wissen musst, ich tat es nur aus Herzenslust. Ich sehe, giere, brauche, stehle. Es ist das größte Glück der Seele. Dann bin ich blitzschnell aufgebrochen, mein Opfer blank bis auf die Knochen. Was kümmert mich der Tugendwert, solange sich mein Reichtum mehrt? Das wäre ja theoretisch hier, glaube ich, ne? Oh Gott, ey. Das wird hier eine miese Nummer. Ja, ich nehme das mal. Klemm das dahin. Scheint doch zu passen, das hat er mich vielleicht schon angeschrien, oder? So, was haben wir hier noch? Ich bedauere den Tod der Kinder sehr, doch auch ihre Peiniger sind nun nicht mehr. Die Nonnen, sie quälten die kleinen Seelen, nun können sie keine Unschuld mehr stehlen. Das war ganz hier oben, ne? Sie. Nein. Take that. Batz. Mein liebes Kind, du kannst nicht mehr fliehen. Sie hatten kein Recht, dich mir zu entziehen. Still, kleines Baby, schließ die Äuglein, die Frommen. Wenn ich nicht kann, soll ich niemand bekommen. Wo war der Vater, der das hier? Das war das hier, ne? Putz. Die Wahrheit ist, ich zögere nicht. Als meine Klinge zerschnitt sein Gesicht, ich bekam die... Er kannte die Regeln, sie waren ganz klar. Wer sich gegen mich stellt, dessen Ende ist nah.
Der Grund geht dich gar nichts an und dann geht es aber weiter, wenn du es trotzdem wissen musst. So. Oh, das kriegen wir jetzt ja wohl noch hin, ja. Ne, das ist es glaube ich nicht. Dann ist es wahrscheinlich eher das hier. Es hat gespeichert. Ich kann es auch nicht mehr ändern, ne? Muss ich mir die jetzt alle nochmal geben in kompletter. Oder wir treten einfach mal zurück. Ach, schon meine Fresse. Okay. Die sind ja oben markiert hier mit Zahlen. Soll ich mir jetzt eine Tat aussuchen, oder wie? Wahrscheinlich muss ich eh alle mitnehmen, oder? Also nach meinen Theorien, die ich hier gesammelt habe, passt, glaube ich, noch nichts zu diesen Taten hier. Um Kind geht es hier nun mal gar nicht. Ich kann jetzt jeden nehmen, oder? Fangen wir mal jeden an. Alles voller Girls. Die haben mich aber noch nicht gesehen. Aber es sind ganz schön viele. Ah, oh, man hätte hier besser keinen Streit angefangen. Shit, die lassen den locker. Okay. Konnten wir dennoch fast souverän klären. Nun ist die Frage, ob das eine Rolle spielt, was, für was man sich jetzt entschieden hätte. Also ob was anderes jetzt... Vielleicht hat das Auswirkungen aufs Ende. Es gibt ja bestimmt nicht nur eins. Also hier dürfen wir durchschlüpfen? Ich glaube, mehr ist hier gar nicht, ne? Der Bank hier lag nichts. Ich habe mir das was gedacht. Ich darf das jetzt nochmal versuchen. War es nicht richtig? Oder muss ich jede dieser Dinger durchlaufen? Was das? Das ist ja.
Wonach soll ich hier gehen? Okay, da scheint ja. Also entweder ist es einfach falsch. Problem wäre jetzt, wenn die Massen sich da unten häufen. Je öfter ich was falsch mache. Aber was hat das mit den Nonnen hier zu tun? Das habe ich gerade genommen, das war auch Kacke. So. Persönliche Bereicherung geht's ja auch nicht. Das macht ja auch keinen Sinn. Ah, scheint besser zu sein. Was ist das jetzt mit der Mutter? Ich glaube, hier brauche ich nicht alles touchen, oder? Man darf sowieso nur so rennen. Mal kurz noch meine Füße killern, um ganz sicher zu gehen. Mit Ihnen hier, Sir. In Ordnung. Schlaft euch aus. Der Schacht. Na klar, springen wieder rein. Es gibt doch nichts Schöneres. Als in einen Schacht zu springen, dessen Ende man nicht sieht. Dann landest du da einfach und hättest du einfach nur gebrochene Beine. Das ist das Einzige, was du erhältst. Oh, jetzt sitzt sie noch tiefer. Was ist das für ein Abgrund hier, Mann? Jetzt geht's so richtig in die Tiefen unseres Verstandes. In unser Dunkelstes. Im dunkelsten unseres Iches verbirgt sich Pistolenmunition. Willkommen auf Ebene. Speicher ist wichtig, ich möchte das nämlich alles nicht nochmal machen. Wir überschreiben jetzt das Wohnmobil, Leute.
sieht jetzt schon wieder so aus, als ob wir in so einem Apartment wieder sind. Hier, wie komisch ist denn das, ey? Das ist ja ein normales Wohngebäude. Was, wie lange mir das. Ne, wie lange das weg ist. So vom Gefühl her, als wir zu Anfang diese Apartments durchsucht haben. Unsere Pistole da gefunden haben. Holzfäller 39. Die wahrscheinliche Todesursache waren mehrere Stichwunden mit einer scharfen Waffe auf der Halsvorderseite und linken Körperseite. Der geschätzte. Zwischen drei. Todeszeitpunkt des Todes? 23 Uhr und 1.30 Uhr. Aufgrund der Kampfspuren im Innenraum und des fehlenden Tatwerkzeugs betrachtet die Polizei den Vorfall als Mord und hat eine Morduntersuchung eingeleitet. Angesichts der Tatsache, dass das Bargeld im Zimmer unberührt und Mr. Tralala betrunken und gewalttätig war, vermutet die Polizei als Tatmotiv nicht Raub, ein Verbrechen aus Leidenschaft. Angela. Hat das was mit Angela zu tun? Sieht aus wie ein Teenager-Zimmer. Oh, Mann, scheiße. Oh. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. Angela? Angela, it's me. No, please. Na, was ist das? Scheißvieh. Yeah.
Was war das? Das sah aus wie, ich weiß nicht, als ob zwei Leute irgendwo draufgenagelt sind. Das ist ganz eigenartig. Und sie hat es Daddy genannt. Und sie hat ja vorher auch schon so komische Sachen gesehen. Gibt's immer Eule. Oh. Er ist noch nicht durch mit uns. Sie anhört wie eine Katze. Es kotzt mich jetzt richtig an, dass ich nicht in das andere Zimmer gegangen bin zuerst, ne? Wo gehe ich jetzt lang? Shit, Mann! Hätte ich ihr hinterhergehen können? Kann man da so viele falsche Entscheidungen treffen? Was ist dieses missliche Teil jetzt? Oh. Immer mehr kaputt. Ah, komm. Nö. Hier geht's nicht. Es sieht aus wie. Ist sie da gerade reingeflüchtet? Guck mal. Ich bin. Ist das. Das ist ein Familienfoto hier. Da sind zwei Kinder drauf. Da ist noch irgendwas in der Mitte. Das sieht ja aus wie so ein kleines persönliches Versteck hier, ja?
Ist sie da gerade reingeflüchtet in der Sequenz vorher? In ihr Versteck? Wurde sie von ihrem Vater vergewaltigt? Ich kann nirgendwo hin, Alter. Das ist das Naheliegendste, oder? Er sieht ja schon irgendwie so aus. Wie so eine Kombination. Das Bild, ihr Versteck, ihr Verhalten. Aber sie hat dann noch ihre Familie gesucht. Na los, Daddy. Letzte Runde. Ist das so, wie das kaputt geht, das mit den Maschinen teilen? Soll das ihr Verstand darstellen? Der darunter immer mehr gelitten hat und immer mehr kaputt ging? Oh, komm, wir machen die das weg hier.
Alter, ich bin das erste Mal fast verreckt, glaube ich. Alter, zieh dir die Spritze rein, Digga. Ich schaff's halt so, ne. It's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know? I see what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig. I hate you. I hate you. Angela, I don't know who you think I am, but I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. Your Mary? Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No! I need to find my mama. Okay. Aber er hat... I never. Ja, aber er hat die zögert irgendwann, ne? Oh, jetzt muss ich mir erstmal einen Schuss setzen, Alter. Heiliger Herr. Ja, du kannst dir nicht in Ruhe eine Spritze setzen in so einem Kampf. Oh, wer jetzt wirklich, wer denkt sich das aus, ne? Also muss ja dann so. Also ich denke, das ist sicher, dass es so ist.
Und sie dachte, dass wir das auch wollen. Aber wie kommt sie drauf? Ach, guck mal, ist immer wieder hier. Kann ich jetzt hier im Blick reinwerfen? Nee. Schade. Dass das mit Mary nur für eine Weile war oder so. Also diese Aussage, wo nimmt sie die Info her oder hat sie das jetzt einfach nur so in den Raum geworfen? Wo ist sie jetzt hin? Karte des Labyrinth-Zentrums. Boah, ich stelle die jetzt her. Meine Fresse, was soll die denn jetzt? Ein räudiger Haufen aus Gliedmaßen. Den brauche ich jetzt nicht. Das ist schon eher was hier nach meinem Geschmack. Nee. Maria? Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But the thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James. What are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Well. If you happen to make up your mind, I'll be waiting. I'll find some way to... I'll come back, I promise. Nicht wie das letzte Mal. Fassen wir mal zusammen. Also ich denke, wir können uns darauf einigen.
Dass wir schon lange nicht mehr in irgendeiner Form von der echten Welt unterwegs sind, oder? Spätestens seit dem Knast ist das hier mehr so eine Kopfreise. Die Frage ist, warum wir eintauchen konnten bei Angela. Was ist denn hier jetzt los? Ach du meine Fresse. Und Maria scheint ja irgendwie ein Hirngespinst von uns auch zu sein, ne? Aber eins, was er nicht so richtig will, ich weiß, das ist ganz komisch. Er will es ja nicht so richtig. Weil es ja seiner Frau so nahe kommt, aber anscheinend trotzdem nicht das Gleiche zu sein scheint. Mal gucken, wir machen mal weiter, ne? Aber jetzt gibt's langsam so ein bisschen Input, der aber sehr verwirrend ist, aktuell noch. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann mal gucken, was dieses Labyrinth für uns für Antworten hat. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, schönen Abend. Tschüssi.